und herzlich willkommen zurück zu Uncharted. Ja, ich muss mich hier erstmal kurz verstecken, weil der Hedi da oben im Kreisen ist und wir mal schauen müssen, wie wir überhaupt runterkommen. Nein, wir räumen hier erst noch auf. Wir räumen hier auf, ja. Ich würde nur gerne wissen, ist hier unten irgendjemand? Das sieht nicht so aus, ne? Dann springen wir mal schnell hier hin. Und gehen da erstmal in Deckung. So. Wir kommen auf die andere Seite. Wir kämen von hinten rum. Der Heli ist da oben. Ich denke mal, dass wir den irgendwie abknallen müssen. Mit einer Panzerfaust oder irgendwas. Natürlich ist der jetzt gerade über uns am Kreisen. Was auch sonst. Komm, zisch ab. Das ist jetzt dein Ernst. Aber er sieht uns zum Glück nicht. Wir sind hier mitten im in dem Graszeugs drin. Nein, ich will nicht. Du sollst da hoch. Jetzt mach. So, okay, wir sind schon mal auf der anderen Seite. Das ist schon mal... Die Frage ist jetzt nur das, was zum Schießen. Da steht noch ein Typ. Die wissen noch nicht, dass wir da sind. Wir müssen den aber auf jeden Fall runterholen. Das heißt, ich denke mal, wir müssen irgendwo gucken, dass wir eine Panzerfaust finden oder sowas. Das steht auf der Seite. Scheiße, ich hab was gesehen. Nein, hast du nicht. Hast du nicht. Dein Boss versteht was von guter Ausrüstung. Ah, da drüben. Ich glaube, da hat sich was bewegt. Nein, da hat sich nichts bewegt. Wird gemacht. Ich hab den nicht gesehen. Da ist nichts, hä? Nichts. Wir sind safe. Oh, ich wollte ihn jetzt so schön von hinten erledigen, aber ich habe natürlich nicht gesehen, dass da jetzt noch einer war. Leute, wo seid ihr jetzt überhaupt hin? Ist das euer Ernst? Ich glaube, wir sind safe. Weißt du, so drei Leute um uns rum, mindestens. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Hat der eine Typ noch... Was war denn das gerade? Hat der eine Typ zufälligerweise eine Panzerfaust oder so gehabt? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, komm, Mädel. Beweg dich doch mal. So, der oben hat auf jeden Fall ein normales Sturmgewehr, wenn ich das richtig sehe. Oh. Die haben schon schwerere Waffen, das definitiv. Kommt einer hier mal hoch? Hier ist nichts. Irgendeine Idee? Hier ist auch nichts. Ich sehe hier drüben mehr. Du gehst nach dort drüben. Natürlich. Das ist toll. Ich würde eigentlich gerne nach oben gehen, aber wenn der andere jetzt auf dieser Seite runterkommt, ist das blöd. Noch ein Scharfschütze. Uiuiui. Okay, vielleicht nicht ganz so clever, direkt mitten rein zu rennen. Was ist ein Heli jetzt? Der würde uns natürlich auch sehen. Wenn wir den da oben erledigen, dann sieht der andere Typ da oben uns. Wir gucken erstmal... Wir müssen ja erstmal ein bisschen die Lage hier sondieren. Er hat uns denn da gerade gesehen? Der Typ oben? Oder war das ein anderer? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist in dem Fall tatsächlich das Beste, wenn wir da jetzt durchballern würden. Och, das ist er, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich sehe auch jetzt so spontan niemanden mit einer Panzerfaust oder ähnliches. Also hier kommt der Heli nicht rum. Ich weiß nicht, ob der jetzt irgendwelche Bomben hat, mit denen der Fläche reinknallen könnte. Das ist halt das Problem. Ich würde sagen, dass wir die erstmal... Eine Granate hätte ich ansonsten noch. Dass wir die erstmal erledigen.
Ja, es ist nicht so schlimm. Oh, vielleicht auch doch. Der Heli kann doch mehr schießen, als ich dachte. Entschuldigung. Den Dreckskerl vom Himmel. Such nach Sprengstoff, C4, Panzerfäuste, irgendwas. Ja, ich weiß. Darum geht's ja. Genau, renn du mal vor. Ich kann den so nämlich nicht richtig anvisieren. Ach, von da oben schießt der. Willst du mich? Wow, ich glaube, wir haben unser Sprengstoff gefunden. Ach Mensch, wo läufst du denn hin? Lauf! Mist. Ich glaube, ich weiß, wo wir eventuell was bekommen hätten. Wir sind da rum. So, was wartest du? Was ist das? Wenn dieser blöde Idiot nicht immer hier rumlaufen würde, ne? Lad bloß nicht nach. Wir müssen diesen Helikopter aufholen. Ich weiß. Halt die Klappe. Ich kann hier das Ding nicht öffnen. So, jetzt vielleicht. Oder kommen da noch welche? Ich möchte das Ding gerne mal öffnen. Verdeckung, Jungs. Oder auch nicht. Da hinten lang. Such das Gebiet. Du suchst da drüben. Ich suche hier. Da, im Gebäude. Okay, ich habe nichts mehr zum Nachladen. Komm. Gib mir Deckung. Okay, sie lädt erstmal eine Stunde nach. Warum auch nicht? Würde ich gerne, aber ich komme nicht dahin, weil ich immer von allen Seiten belagert werde. So. Problem ist, ey, wieso schießt der auf mich, wenn ich hier gerade in Deckung bin? Hallo? Ja, runter, du bist lustig. Der darf mich gar nicht sehen. Ich war ja schließlich in Deckung. Was war das denn gerade? Sehr schön. C4 habe ich auch nochmal. Der. Ah, sehr schön. Sehr schön. Komm her. Komm her. Triff ihn nochmal! Noch wir sind doch nicht aus dem Schneider! Ich weiß.
da will ich dann nicht sehen. Vielleicht ist da was Brauchbares drin. Ah, da hinten ist noch eine Kiste. Ja, toll. Aber da kommt der Heli jetzt hin, ne? Na, meine Freunde? Du kannst dir selber ein Ziel suchen. Komm einfach in die Büsche. Jetzt muss der natürlich genau jetzt hier oben rumfliegen. Komm, jetzt beweg dich. Sind auch noch Leute. Das Problem ist, kriege ich das jetzt hier auf? Noch ist der da hinten. Gib mir Deckung, Jungs. Komm, 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 komm. Wo ist er? Springen. Geh doch dahinter. Das war's sogar. Achtung, ich krieg keinen Sprengstoff mehr. Haben wir auch einen Plan B? Orga darf uns nicht entkommen. Müssen doch irgendwas tun können. Und wo schießt er? Er schießt wunderbar gegen die Wand. Was machst du denn jetzt? Du sollst da weggehen. Na gut, dann bleib da halt stehen. Ja, wir können unsere Seile am Helikopter festmachen. Das ist irre. Versuchen wir es. Seile am Helikopter festmachen. Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Wie sollen wir das denn machen? Ach, da oben ist einer. Achso. Ich dachte schon, das ist der Heli. Na? Hat sie den jetzt erledigt? Ich glaube ja, ne? Ja, kein Thema. Versteck dich bloß keinen Millimeter. Keine Sorge. Da ist der Heli. Chloe, versuch dein Seil am Heli festzumachen. Das ist völlig irre. Ja, ist es. Ich kümmere mich um die Söldner. Ihr zwei holt den Kopf. Oh, ich sehe den Heli noch nicht mal. Hallo, rutsch du jetzt mal da runter. Reicht bloß nicht aus. Mit dieser Perspektive, ne? Ach, da ist einer. Geh jetzt mal hier aus dem Weg, Mensch. Die steht aber auch immer so selten dämlich im Weg, dass man sich nicht bewegen kann. Wo ist der Heli denn jetzt? Ich soll irgendwie die Seile... Ach, da. Kann ich so doch nicht festhalten. Ich muss irgendwie nach oben kommen. Soll ich nicht hochkommen? Besser wäre natürlich, wenn wir die Idioten erstmal loswerden würden. Komm. Halt den Kopf raus, Junge. Mach schon.
Will sich da jetzt ewig verstecken, oder? Ich glaube, der ist verbannt. Okay, dann gucken wir mal wegen dem Heli. Aber wie soll ich da... Meinst du, das ist sicher? Natürlich nicht! Hallo! Geh mal weg da. Der eine kriegt es ja nicht hin, da rauszukommen. So. Wo ist er jetzt? Da oben? Wie komme ich denn da hoch? Euer Ernst, ich bin gerade am Überlegen, wie ich da an den Heli rankomme und ihr kommt jetzt hier wieder mit neue, mit Nachschub an, oder was? Wo ist der Heli denn jetzt hin? Nee, das ist immer noch da. Da! Wir können unsere Seile am Helikopter festmachen! Das ist irre! Ich stopf dir gleich was in deinen Mund rein, ganz ehrlich. Oh, Leute, wie soll ich denn da direkt an den Heli rankommen? Was ist der denn jetzt? Achso, immer noch da oben. Jetzt ist der nicht schon wieder weg? Das ist völlig irre. Nee, kann ich nicht. Und ihr zwei, den Dosen, ich lenke das Feuer auf mich. Ja, ja, sehe ich, wie du das Feuer auf dich lenkst. Es klappt ja super mit dem Feuer auf dich lenken. Machst du toll. Genau. Natürlich muss er dann, genau in dem Moment, muss er dann woanders hinlaufen. Also ich warte da die ganze Zeit drauf, dass er jetzt wirklich mal was macht und dass er das Feuer auf sich lenkt, aber das scheint er nicht zu können, nicht zu wollen, wie auch immer. Ich würde aber gerne meine Sprengmunition wieder haben. So nicht. Ja, genau, bloß nicht loslassen. Was ist jetzt hier mit Ablenkung, ne? Das Problem ist, dass ich nicht glaube, dass es hier irgendwo noch was gibt mit Sprengfallen. Nein, können wir nicht. Das funktioniert nicht. Aber... hat uns angelogen. Die Frage ist jetzt nur, ob hier jetzt noch eine Panzerfaust drin ist oder nicht. Hier drin noch Sprengstoff? Natürlich Nein. nicht. Scheiße. Was ist denn das Kleine da oben? Das können wir noch mitnehmen. Ja, Sprengstoff wäre nicht das Problem, ne? Problem ist, er sagt so schön, er lenkt das Feuer auf sich und passiert halt nichts. Wo ist denn jetzt der Heli hin? Ach, über uns, ne? Nimm bloß nicht die Dinger hier. Das funktioniert gar nicht. Vielleicht, wenn ich oben drauf stehe, aber dann knallt er mich halt direkt ab, ne? Das ist das Problem. Tja.
Die Ablenkung, die kommen soll, kommt nicht. Nein! Och, jetzt habe ich dir aus Versehen geworfen. Willst du mich? Ja. Also ich krieg da keinen einzigen Punkt. Und da der Idiot ja nichts macht, so von wegen Ablenken und so. Mit dem Reden kann ich auch nicht. Schade. Ja. Schießen kann ich ihn auch nicht. Oh. Das ist irre. Versuchen wir es. Oh, kriegen wir nicht hin. Kriegen wir nicht hin, weil er mit seinem tollen Ablenkungsmanöver nichts macht. Chloe, versuch dein Seil am Heli festzumachen. Kann ich nicht. Ich versuch's. Holt ihr zwei den Stoßzahn. Ich lenke das Feuer auf mich. Ja, schön wär's, wenn du das mal machen würdest. Ja, ne. Sprengstoff kannst du auch vergessen, das funktioniert auch nicht. Auf den Typen schießen kann ich wahrscheinlich auch nicht, oder? Der ist höher, aber der kommt nicht runter. Komm. Wenn ich erwischen will, muss ich schon ein bisschen tiefer kommen. Hallo. Heli. So, da sind Scheiße, keiner dran. Kugeln helfen mir absolut nicht. Na gut. Ja, was machen wir denn da? Versuchen wir jetzt auf das andere Dach irgendwie zu klettern? Oder hier auf das Dach vielleicht? Meinst du, das ist sicher? Natürlich nicht! Na los! Wir sterben jetzt einfach mal, würde ich sagen. Oh, nee, ne? Wird schon schief gehen. Ist das jetzt euer Ernst? Los, zur Tür! Hier ist jemand! Boah, zieh dich bloß nicht rein! Auf geht's! Bereit? Ich seh nichts. Was zur Hölle hast du mit meiner Firma gemacht? Sie erstmal profitabel gemacht. Das war eine rhetorische Frage, Süßer. Ich hätte dich auf dieser verfluchten Insel erschießen sollen. Schön wär's. Dann hätte ich nicht miterleben müssen, wie du die Biege machst. Okay, aber diskutiert euren Scheiß ein anderes Mal. Klar? Stoßzahn, bitte. Ihr beiden? Partner? Entweder du hast ein beschissenes Gedächtnis oder du bist verzweifelter, als ich dachte.
Hey, heute bekomme ich von allen Seiten ab, was? Ich bin nicht derjenige, der Waffen an aufständisches Gesindel vertickt. Ah, das ist es. Das ist es. Du denkst einfach immer zu klein. Denkst du wirklich, ich hätte das hier gegen Munition eingetauscht? Ist mir völlig egal. Her mit dem Stoßzahn! Verdammt. Du verpasst noch das Feuerwerk, Mann. Ich sag's nicht nochmal. Okay. Fang! Runter! Gut geschossen. Danke. Die Streuung ist etwas groß. Jetzt runter von mir. Ja, okay. Darf ich mal kurz sehen? Hey, ein Drittel davon gehört mir. Du teilst mit Chloe. Okay. Ich weiß, du bist neu in der Branche, aber so funktioniert das nicht. Sie ist als Servicepauschale. Hey, warte mal einen Moment, Herrgott. Das ist eine Bombe. Was? Oh mein Gott, Asaf hat den Zahn ausgetauscht. Gegen eine Bombe. Feuerwerk. Das ist groß. Ja. Die Gleise führen direkt durch die Stadt. Durch den Markt. Dann finden wir die nächste Stadt und alarmieren die Behörden. Es ist zu spät. Wenn das Ding hochgeht, sterben Tausende. Und das ist absolut furchtbar. Aber wir haben das, was wir wollten. Ich... Was? Du willst nicht ernsthaft diesem Zug folgen? Okay, schön. Und hast du auch einen Plan? Darauf wird in dieser Organisation kein großer Wert gelegt. Und du lässt sie das ernsthaft tun? Nein, ich... Ich meine, sie hat irgendwie recht scheiße, ich weiß es nicht, okay? Das ist nicht unser Kampf. Das hast du selbst gesagt. Und wenn du den Zug einholst, was dann? Du kannst die Bombe unmöglich entschärfen. Du hast recht. Gut. Gut, also, wir informieren die Behörden und... Das ist nicht unser Kampf. Sondern meiner. Wenn die Bombe in der Stadt hochgeht, gibt es einen Bürgerkrieg. Ich kann nicht wegsehen. Ich will nicht mehr wegsehen. Du wirst sterben. Damit kann ich leben. Hey. Hebt meinen Anteil am Zahn auf, okay? Für alle Fälle, ja? Du wirst mich doch nicht allein mit dir lassen. Raus! Nein. Ich sitz vorne. Ja. Gut. Ich sitz hinten. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.